Shepard, da sind Sie ja. Dr. Chakwas, Sie hier? Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shelter-Bezirk, direkt unter Admiral Hackett. Ich hörte, Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Ashley hat's schwer erwischt. Wie geht es ihr? Sehr gut, angesichts der Umstände. Lieutenant Commander Williams' Belastbarkeit und Dr. Michels Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Es ist 6 Monate her. Wie ist es Ihnen ergangen? Gut, ich hatte Glück. Nach der Beschlagnahme der Normandy wusste die Allianz nichts mehr mit mir anzufangen. Ich gehörte nie offiziell zu Cerberus und war von meinem vorherigen Posten ordnungsgemäß freigestellt worden. Sie haben also nichts falsch gemacht, als Sie mir gegen die Kollektoren geholfen haben. Richtig. Aber hätte man Sie als Kriegsverbrecherin verurteilt, wäre ich als Komplizin angeklagt worden. Ihr Platz ist auf der Normandy, nicht in einem Labor. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen. Andockbucht D24. Jawohl, Commander. Und danke. Danken Sie mir nicht so früh. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig.